löst sich dann. Kellmann wieder zurück auf links außen und ist glockenfrei. Toll gespielt. Also das war nicht nur zufällig, das ist sicherlich einstudiert. Entweder das will den Freiburg, kriegt er nicht. Christoffersen endlich. Tor Nummer 22 für ihn in der Champions League. Ist vorne mit Bujin, mit Lazarov. Vor diesem Spieltag alle drei 21 Mal getroffen. Der Ex-Lemgoer, Ex-Wetzlarer, auch in Berlin. Sehr gut akklimatisiert. Aufgeheizte Atmosphäre. Ja, die Zusammenstellung des Kaders bei den Füchsen, die harmoniert einfach. Natürlich ist das auch Sigurdssons Part, dann die Spielzeiten so zu verlagern oder so zu vergeben, dass das insgesamt auch funktioniert. Dass man über 60 Minuten hohes Tempo gehen kann und dass jeder mit seiner Rolle zufrieden ist. Und genau das hat man auch. Man hat einen ganz klaren Abwehrchef mit Skoljaric. Vorne eine klare Nummer 1 am Kreis mit Lahn. Auf halb rechts, halb links genauso. Und dann hat man die Ergänzungsspieler dahinter. Das passt einfach. War der erste Auftritt jetzt von Chema Rodriguez, dieser Wechsel in der Mitte. Zwischenstand aus Kielce zur Halbzeit dort gegen Silkeborg. 21 zu 14. Jaschka, na, das darfst du dir nicht erlauben gegen Atletico Madrid, das ehemalige Ciudad Real. Diese Ballverluste, die rächen sich sofort. Musst du sehr viel Disziplin an den Tag legen gegen diese Mannschaft. Silvio Heinevetter hat zum 8. Mal bezwungen. Sigurdsson hat ja bislang in den Champions-League-Spielen immer ganz gut gewechselt, brachte häufig dann, wenn es nicht richtig lief, Stochel, der zu Hause zuletzt gegen Kielce und auch in Silkeborg glänzend hielt. Ah, Heinevetter kann nicht an die grandiosen, guten Leistungen anknüpfen aus der Vorsaison. Also er hat noch nicht so richtig seinen Rhythmus gefunden, finde ich. Und Stochel kommt dann immer als Nummer 2 dahinter rein und macht seine Sache überragend und sichert letztendlich dann auch die Punkte. Wie zuletzt in Silkeborg oder in Moskau auch. Ja, und das ist Chema Rodriguez, das ist natürlich seine Stärke. In der zweiten Welle, was man eigentlich nicht machen sollte, den Ball zu prellen, aber er ist fast mit Ball, noch schneller als ohne Ball. Und dann macht er diese überragende Bewegung gegen die Hand. Das ist natürlich auch ganz klasse gespielt, aber das kennen wir aus der Champions League. Die Schiedsrichter lassen das schön weiterlaufen. Pfeifen keinen 7 Meter, jetzt gibt es mal eine gelbe Karte. Das ist okay, weil die Emotionen auch hochkochen. Aber genauso gut hättest du da auch eben 7 Meter pfeifen können. Wenn sich nicht beschweren dürfen. Nicht so wild, das Foul. Da sieht man mal, wie schwierig das ist, gegen diese Abwehr durchzukommen. Immer wieder diese Auftakthandlung, wo Jaschka auf die Halbposition geht, entweder halb links, halb rechts, und dann an den Kreis einläuft. Und da muss man mal auf Thorsten Lahn achten, wie der sich positioniert. Er will zur Mitte nachlaufen. Aber das bekommt er einfach nicht hin, weil die Halbspieler ihn so gut decken, abdecken, immer wieder vor ihm kommen. Das ist ganz interessant zu beobachten. Und dadurch wird das Spiel so immens kompakt in der Mitte, weil die Halbspieler auch noch zur Mitte ziehen, dass dann einfach kein Raum mehr ist. Und Jaschka nutzt es als einziger richtig gut aus in der Anfangsphase. Aber auch nur bei seinen Situationen, wo er ein bisschen Platz hat und 1 gegen 1 gehen kann. Mit Pech verzogen diesen Ball. Der
nicht den Weg ins Tor findet. 8-6, es bleibt bei der 2-Tore-Führung für Atletico. Abalo, der auflöst zum 2-4. Lazarov. Schön gespielt, Thorsten Lahl. Fasst sich Dennis Bojanic ein Herz und geht mal mit nach vorne in der zweiten Welle. Jetzt kommt Heine Vetter auf. Thorsten Lahn hatte vor dieser Partie auch schon 17 Tore in der Champions League erzielt. Jetzt sind es 19 bereits. Schema Rodriguez. Hochmotiviert gegen seine alten Kameraden. Super gespielt. Ja, einfach kurz weitergelegt auf Arginia Galde. Top-Tor. Ja, die Abstimmung war nicht so ganz gepasst. Markussen, der jetzt im Spiel ist, war seine erste Aktion. Er darf auch in der Abwehr spielen. Das wundert mich ein bisschen. Mit Pettersson hat er da einen richtig schweren Brocken. Denn so schnelle Beine wird er nicht haben. Ganz sicher nicht. Und das lassen sie auch laufen. Gut. Finde ich gut. Lässt ein bisschen zu viel liegen. Ja. Ja. Wobei Sterbik ist natürlich von außen extrem gut auch. Weil er den Winkel unglaublich gut verkürzen kann mit seinem massigen Körper. Er bietet immer eine Ecke an und macht sie dann gnadenlos zu. Das ist für den Schützen sehr, sehr schwierig, da vorbeizukommen oder die richtige Entscheidung zu treffen. Guardiola muss wieder raus. Lazarov kommt auf halb rechts. Aber das haben wir im letzten Jahr auch schon gesehen, dass Talatuschebaev schön durchwechselt. Also jetzt Markussen für Entre Rios. Nach einer Viertelstunde wechselt der seine erste 7 mehr oder weniger aus. Jetzt haben wir eine komplett neue Rückraumachse bis auf Lazarov. Der braucht aber eine Abwehr nicht zu spielen. Markussen stand bei eben ganz dick auf dem Zettel bei Tuschebaev. Gilt als Riesentalent, vielleicht körperlich noch nicht ganz ausgereift. Aber da ist er etwas gestrauchelt. Das war bitter. Das könnte böse gewesen sein. Sah nicht gut aus, was den Knöchel anbelangt. Oder die Bänder, was auch immer. Ja, da muss er raus, ist klar. Oder? Ja, der geht raus. Ich bin mir sicher, wir werden ihn noch mal sehen. Der wird jetzt getaped. Wenn das nicht schon ist, am Sprunggelenk. Sowas sollte man ja eigentlich auch provisorisch schon machen. Gerade wenn man anfällig dafür ist. Allzu schlimm war es jetzt nicht. Also es war jetzt kein Umknicken à la Michael Stich in Wimbledon damals. Das war nicht in Wimbledon. Nee. Das war in Wien, in der Stadthalle. Okay. Habe ich zufälligerweise so gemacht, das Spiel. Sieben Meter, Lazarov. Romero
Halb- und Mitte einsetzbar. Der Joker aus Barcelona, frischgebackener Champions League-Sieger. Ja, Pettersson. Und dein Freund Dinar, der jetzt spielen darf. Also so verletzt scheint er ja nicht zu sein, dass er jetzt auf dem Spielfeld da rumläuft. Jetzt wollte er es aber wissen. Jaschka. Galde. Ja, da haben sie schon abgeräumt. Am Kreis jetzt Jevgeni Pepnov für Lahn, der eine kurze Pause bekommt. Ja, das ist jetzt die Abwehrformation, die für mich die stärkste ist, die Ciudad Real, die Atletico Madrid, Entschuldigung, aufbieten kann. Mit Dinar hinten in der Mitte, Davies vorne vor, und dann auf halb Jukiewicz und Guardiola. Da können sie unglaublich kompakt stehen. Aber das interessiert Jaschka überhaupt nicht. Das ist unglaublich. Gut, dass wir den Mann halten konnten. Da gab es ja mal so ein bisschen Gerangel, auch mit dem Manager. Aber Jaschka ist geblieben und er ist ein Juwel in der Mitte. Klasse durchgetankt, sieht die Lücken. Auch die kleinsten verkürzt zum 10-12. Inter Rios. Avalo, der einläuft. Überraschend gut gedeckt von Ninkiewicz. Der da richtig gut zugepackt hat, obwohl er hinter ihm stand. Also das war natürlich Davies eben, nicht Avalo. Und das ist Enfer Rios. Heile Vetter. Komm, geh. Oh, da muss er selber gehen. Aber ja, jetzt kann das. Tatsächlich. Im Angriff. Da geht aber einer mit neben ihr. Ja, natürlich. Der Abwehrchef. Spoljaric. Ja, als einer, der das letzte Jahr auch nur in der Abwehr spielen durfte, also kann ich das natürlich gut nachvollziehen. Spoljaric ist ja einer, der auch vorne in der kroatischen Nationalmannschaft und in seinem Verein vorher viel im Angriff gespielt hat. Und jetzt darf er ja nur noch in der Abwehr spielen. Und wenn du da nach vorne gehst in der zweiten Welle, dann ist es natürlich nicht einfach. Dann hast du kein Selbstvertrauen, dann gehst du nicht so aufs Tor, wie du das sonst machen würdest, so wie es kannst. Du bist ein bisschen verunsichert und das hat man bei ihm auch gesehen. Paondo. Mustergültig in Szene gesetzt. Auch im Bedrängnis spielen die Spanier noch ab. Bleiben in Führung. Versuch der Sperre absetzens. Gut unterbunden von der spanischen Deckung mit Dinar und Guardiola. Das war auch so ein bisschen halbherzig. Das war so ein bisschen halbherzig von Romero. Eigentlich wollte er zum Linksaußen spielen, glaube ich. Aber das hat ihm Dinar überhaupt nicht abgenommen, dass er Richtung Tor gehen wollte. Und genauso war es auch. Und dann blieb ihm letztendlich gar nichts anderes übrig. Und Jaschka macht ein überragendes Spiel. Die Lücke gesehen, der Außen kommt nicht zur Unterstützung. Da lässt sich Dushibar jetzt sicher was einfallen. Paondo geht weg und Jaschka mit dem falschen Fuß abgesprungen. Kein Problem. In der Pause gibt es ein Interview mit dem Macher, mit Bob Hanning, der diese Mannschaft dahin geführt hat, wo sie steht. Nach dem Aufstieg 2-7 in die Bundesliga, jetzt bereits in der Champions League. Im letzten Jahr nur mit einem Tor gescheitert, um sich für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Und dann hat es tatsächlich gleich geklappt. Da haben sie eben, der um 7.30 Uhr bereits seinen Dienst beginnt, ist auch Trainer der Jungfüchse, Spandau.